Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Watch Dogs. Wir waren in der letzten Folge dabei, das HQ zu hacken, haben es auch gehackt. Jetzt sind wir dabei, T-Bone aus der Scheiße zu holen. Ich habe das Ganze mal ein bisschen übersprungen gehabt. Ich hatte ein kleines bisschen Probleme. Macht aber nichts. Wir sind jetzt aktuell dabei und da geht's auch schon direkt rund und nund. Aktivieren die Fallen. Jetzt gehen erstmal ein paar down. Jetzt habe ich natürlich erstmal... Gut. Tan, 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 tan. Ja, was natürlich echt blöd ist, manche Leute kann ich nicht erschießen. Oder versuchen zu erschießen, denn... Die sind zu weit... weg. Zu weit weg von den Fallen. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Vielleicht versuchen wir das mal so. Selbst das hat nichts gebracht. Der wirft sie einfach dezent nach oben. Den kriegt man down auch nicht. Ja, diese Fallen sind blöd. Kriegt da vielleicht einen down? Nein. Ja, die bringt nichts, die Falle. Also wenn, dann die. Hier. Aber geht auch nicht. Die da hinten geht auch nicht. Okay, dann hilft nur eins. Sucht in dieser Richtung. Ein weniger. Wieder einer weniger. Das war jetzt mehr als doof. Egal. So geht's auch. Da oben ist noch einer. Das war's. Und wir gehen mal zu T-Bone. Hey T-Bone, what's up, Digga? Komm mal her. Yeah, hi. Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Nur fair. Wir müssen hier weg. Ja, wir müssen natürlich wirklich weg. Scheiße, jetzt werde ich hier alles hochjagen müssen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich muss noch mehr Fallen scharf schalten. Und dann müssen wir echt die Hufe schwingen. Ein Schatten. Wird's hier langsam zu heiß, Mann? Ein Kopfschuss weniger oder mehr. Irgendwie auf die andere Seite, denn. Ups, sorry. Wo immer du bist. Alles okay, Mann? Scheiße, wir wurden getroffen. Da! Zack, einer weniger. Hey, denn, beweg deinen Arsch! Ich bin doch schon da, Mann. Hört doch zu. So. Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst kein Thema. Sicher gehen, dass die den nicht abschalten, klar? Yo, no problem, like that. Wir gehen einfach hier hin. Die Fallen machen den Rest. Hast du Kopfhörer? Was? Nee. Ganz genau. Du brauchst mal eine bessere Musik für diesen Anlass. Okay, mach dich bereit. Hoffentlich funktionieren die Fallen. Wie funktionieren die denn süß? Triff die Fallen aus. Hau weg, hau weg. Ja, noch eine Minute. Hau weg,
Seite. Einmal hier. So, jetzt habe ich ein dickes Problem, wie ich gesagt habe. Sobald dieser gepanzerte Furzkopf da oben ist, bin ich tot. So gut wie tot, denn ich habe keine Panzerung und... Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Nur fair. Wir müssen hier weg. Ja, ich mache jetzt mal... Ich werde dich hier alles hochjagen müssen. Folgendes. Ich muss noch mehr Fallen scharf schalten. Danke, echt die Uhr geschwingt. Gut, lass uns mal loslegen, Mann. Hält mir! Fuck, Mann! Alles okay, Mann? Kick mich! Folge mir! So. Ja, es gibt, glaube ich, keine Mission, wo wir nicht sterben. Aber das machen wir jetzt gelegt, besser. Aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten, klar? Hier entlang. Jo, kein Thema. Ich gehe jetzt wieder hoch. Hast du Kopfhörer? Nee, habe ich nicht, aber das genau. Macht nichts, denn... Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Gott. Komm schon. Hier geht's gleich ordentlich zur Sache. Jawoll! So, wir gehen mal darüber. Gucken mal, was hier so abgeht. Da sind noch viele. Ja, hier geht's richtig. Krass, hier was muss man sagen. Hier geht's voll ab, hier geht's voll ab. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? So, das war's erstmal. Alles sauber. Eine verkabelt. Bleibt noch eine. Ja, bleibt noch eine. Wo willst du dich hinmachen? Bringt sie, da braucht ein paar Sekunden. Wenn du ein Feuerwerk willst, müssen wir kurz warten. Die dürfen noch nicht kommen. Halt sie zurück. Okay, die kommen, wenn dann wahrscheinlich von hier. Alle weg, alle tot. Wohin? 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 Ah, okay. Weg hier. Scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Oh mein Gott. Raus, du. Ich brauch ne Kamera. Wird's hier langsam zu heiß, Mann! Alter, nein! Los, los. Fallen aktiviert. Wir müssen hier unbedingt hin. Oh mein Gott, wohin? Wohin schieße ich denn? Okay.
Ja, beruhig dich mal, tollwütiger, schisswütiger Hund hier. Ja, das war gerade ein Mordsgefecht, der war fast tot. Ich habe gedacht, nein, nicht schon wieder. Aber ich hab's noch gepackt. Wo sind wir jetzt? Ich sagte doch, hier geht alles den Bach runter. Ich überlasse dir die Ehre. Warte, wo? Moment. Für mein Portfolio. Mach weiter. Alter Schwede. Ja, das war das Versteck von Raymond Kenny, alias T-Bone. Wir gehen weiter. Ich mach mal Folgendes. Dadurch, dass ich immer wieder Jamcom-Probleme habe, mache ich jetzt mal, aktiviere ich die einfach mal zur Seite, damit ich die immer drücken kann, sollte mal wieder jemand versuchen, Verstärkung zu rufen und ich ihn nicht erwischen soll. Ja, hey, Kenny, T-Bone, ich nenne jetzt einfach T-Bone. Wohin des Weges? Des Weges. Ah, okay, Plan B. Dann kommen sie mit T-Bone aus Pawnee. Alles klar, mein Freund. Der Angriff tut mir echt leid. Schon gut. Ich versuche mich nicht mehr an Dinge zu binden, weil ich sie normalerweise verliere. Das muss ich noch lernen. Ich kann nicht gut loslassen. Oh, ich brote wie Mount St. Helens, das kannst du mir glauben. Aber ich bin nicht undankbar. Trotz des Rückschlags bin ich ein freier Mann. Dank dir. Jetzt also zurück nach Chicago. Sag mal, kannst du mich da irgendwie unterbringen, Mann? Wir sind in deiner alten CTOS-Station. Echt im Bunker? Das passt schon. Kannst kaum erwarten, deine Dateien zu zerpflücken und zu sehen, worum es hier eigentlich geht. Davon darf absolut nichts raus, T-Bone. Ich tausche es gegen Nikki. Mach dir da mal keine Sorgen. Du hast mir geholfen. Jetzt bin ich dran. Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wohin. Ah, okay, das Spiel macht es schon von mich alleine. Wir müssen zum Bunker. Natürlich, wer hätte es gedacht? Er will eine Bleibe haben. Und zwar muss ich nicht mal fahren. Wow. Okay, dann warte ich einfach. Er traut mir das Busfahren, das Schifffahren nicht zu. Spürst du das? Das Gewicht von Trillionen Bytes Informationen an der Fingerspitze. Jedenfalls musst du hier für eine Weile untertauchen. Was soll das alles? Bin nicht sicher. Sie hat was mit einem alten Job zu tun. Und irgendwer möchte nicht, dass ich was rausfinde. Schön, dass es dir gut geht. Sagst du mir, was passiert ist? Industriespionage, korrupte Bullen. Große Explosion, Honey. Und du bist? Das ist Clara. Clara, das ist T-Bone. Auch bekannt als der legendäre Raymond Kenny. Im Ernst? Ich dachte, in diesem Spiel seit Models Kleines. Nein, ich meine... Wow. Ich bin ein Fan. Oh. Enchanté. Okay. Was ist passiert? Damien war hier. Was? Woher wusste er? Weiß nicht, er handelt seinen eigenen Deal aus. Was mit Blumen? Davon hast du nichts gesagt. Ist okay. Nein, nichts ist okay. Du musst mir sagen, wo du alles drinsteckst, und zwar alles, sonst ist schließlich ein Scheißdreck. Also, Damien und Blumen? Du musst dir keine Sorgen machen. Ich entscheide selbst, worum ich mir Sorgen mache, ey. Hör mir doch mal zu. Ich brauche einen Namen von diesem Server. Unser Deal ist, ich bring dir die Daten, du entschlüsselst sie. Tja, dann hast du jetzt ein Problem. Hey, wir brauchen dein Fachwissen. Der Server benutzt deine Verschlüsselung. Wir brauchen Raymond Kenny. Bist du sicher, dass du die Daten beschaffen kannst, ohne geschnappt zu werden? Nein. Ach. Endlich bist du mal ehrlich. Gut, dein Weg ist besser los, Mann.
Clara hier wird mich in ein paar Dinge einweihen. Ja, Mission beendet. Wir warten jetzt mal kurz. Wahrscheinlich. Genau. Clara an den Monitoren. Tibon hilft mir, in Irex Festung einzudringen. Und Jordi. Tja, Jordi macht, was Jordi so macht. Okay, sehen wir, was Irex da beschützt hat. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich weiterhin viel Spaß mit mir, dem Tired. Mir ist ein bisschen kalt hier. Es ist ein bisschen nass auch. Aber gut, jetzt kommt erstmal Jordi noch kurz dran. Herzliches Beileid. Ich bin auf dem Weg nach Rossi Fremont. Ich brauche Hilfe. Du zahlst mir nicht genug. In diese Todesfalle gehe ich nicht. Musst du auch nicht. Du bist mein Scharfschütze. Schon wieder? Na, klingt vernünftiger. Hey, du rätst nie, wo ich bin. Ja, stimmt. Ich gieße deine Pflanze. Maurice, gib ihn mir. Was? Was? Wer ist da? Wenn du nicht redest, bleibst du da. Oh nein! Ach komm bitte! Ich hab keinen Namen! Du verstehst nicht, ich bin erledigt! Ich kann's nicht stoppen! Ich sehe ständig dieses Mädchen! Und sie sieht mich einfach nur an! Halt's Maul! Ich hab gesagt, halt's Maul! Okay, Heulsuse, zurück in deine Ecke. Gott, Piers, was hast du gesagt? Wir treffen uns da. In Rossi Fremont. Klar, ich werde da sein. Aber das, meine Freunde, werden wir alles erst in der nächsten Folge sehen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn nein, Daumen runter. Und ein Comment als Feedback wäre auch nicht schlecht. Ihr wisst, was zu tun ist. Also, bis dann. Tschüss.